Alter Schwede. Willkommen zu Let's Test McDonald's Treasure Land Adventure. Ach, jetzt verrat doch nicht so viel. Ich wollte das Video anfangen nach dem Motto, wie würdet ihr euch das offiziell lizenzierte McDonald's Videospiel vorstellen? Ja, dieses Sega Mega Drive Game aus dem Jahre 1993 liefert euch wohl die Antwort. Muss man hier möglichst schnell die Burger zubereiten, um die Kunden zufriedenzustellen, oder wie sieht das aus? Ich wüsste auch nicht, dass es ein anderes McDonald's Videospiel gibt und ich weiß auch nicht, was die Leute damals geritten hat. Nein, ich bekomme kein Geld hierfür, dass ich das hier zeige oder irgendwie anwerbe, sondern es ist eine ganz hochprofessionelle journalistische Berichterstattung natürlich. Ich kenne das Game schon seit jeher. Es hat aber wohl nicht die Videospielwelt revolutioniert. Deswegen, ich habe es nicht selbst gespielt. Bis jetzt, gleich ist es soweit. Ich spiele deswegen auf Beginner und ich weiß, welches Genre das ist. Und wir gucken einfach mal selbst. Oh mein Gott, das offizielle McDonald's-Spiel. Krass. Für Sega. Die haben sich ja alle Marken gekrallt. Michael Jackson. Eines Tages, Ronald McDonald lief durch den magischen Wald und er fand ein kleines Stück Papier unter einem großen Baum. Weil Baum. Was ist das? Es sieht aus wie ein Stück von einer Schatzkarte. Die haben wir eben schon gesehen und zwar komplett. Ja! Ich frage mich, wo der Rest von der Schatzkarte ist. Ronald weiß es nicht. Ach, sprichst du in der dritten Dimension über dich. Aber drei andere Typen fanden die anderen Teile dieser Schatzkarte. Okay, dann gehen wir auf eine Schatzsuche. Das ist der Start von Ronalds Adventure-Abenteuer mit einem Stück einer magischen Schatzkarte durch den Magical Forest. Stage 1 Start. Episch, wie da die Buchstaben angeflogen kamen. Ja, ein Jump'n'Run. Boah, diese Steuerung. Wir können schießen, aber was bringt das? Was ist das? Was ist das? Tastenbelegung. Naja, gut, nicht so ein bisschen. Muss ich umdenken. So, zack, Gegner weg. So, Ronald McDonald. Manche kennen ihn vielleicht noch, aber inzwischen ist er nicht mehr so beliebt, weil Clowns verbindet man heutzutage fast schon eher mit den Horror-Clowns an Halloween und so. Und an Stephen King's S. Ja, da brauche ich Dette. Vielleicht dann hoch? Ah, ja. Aber was hat der ganze Rest zu bedeuten? Und warum sammelt man keine Pommes oder Burger ein? Das ist halt echt die Frage des Jahrhunderts. Finden wir es gemeinsam raus. Oh, die Tastenbelegung muss echt noch ändern. Das geht gar nicht. Wusste ich ja vorher auch nicht. Kannst du irgendwie rennen oder so, Ronald? Ja, Schultertasten gibt's hier eh nicht auf der. Nee, kann er nicht. Ausbaufähig. Aber heutzutage, man findet den kaum noch, oder? Den Ronny. Ich meine, kein anderes Maskottchen hat ihn ersetzt. Vielleicht wäre das mal eine Idee. Ein neues Maskottchen dazu erfinden. Ach, ich kann nicht im Flug den anderen Move machen da. Doch, kann ich. Wow, episch. Episch! So, jetzt schreibt mir wirklich in die Kommentare. Oh. Unten links, das sind die Lebensanzeigen-Dinge. Okay. Ich werde jetzt mal ganz kurz die Tastenbelegung ändern. Sekunde. Ah, viel besser. Viel besser. Auf ins Abenteuer. Jetzt kann ich skillen. Gut, verlieren wir mal den Ersteindruck zur Grafik. Ich denke, das ist in Ordnung für 16-Bit-Verhältnisse oder Sega Mega Drive-Verhältnisse von 1993. Aber es gab natürlich schon damals deutlich Besseres. Ja, also. Aber Standard ist es schon. Jetzt frage ich mich halt, ob, und das ist meine Frage schon immer gewesen an für sich für dieses Spiel, gab es einfach schon ein... Oh, hier ist ein Goal und da ist ein Meckes-Zeichen drauf. Gab es schon immer irgendwie ein Jump'n'Run?
Und Magus hat einfach die Rechte an dem Jump'n'Run aufgekauft und dachte sich so, mach das mal mit Ronald und so entstand das? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ach, hier muss ich hoch. Entschuldigung. Das sah aus, als wäre das irgendwie im Hintergrund. Tja, wir werden es wohl nie erfahren. Oh, die Farbe ändert sich. Halte ich mich zu lang auf, ja? Bin ich... What the fuck? So viele Gefahren. Alter. Jetzt ist es schon Nacht. Achtung, böser Baum. Hätte ich aber schätze. Die Musik ist mir zu hektisch. Gib mir ein bisschen auf die Klöten. Achtung. Alter. Ja, wenn man die Gegner und so erstmal kennt. Was hat man sich hierbei erhofft? Vor allen Dingen, ich hätte halt wirklich irgendwie irgendwas, eine Cola zum Einsammeln oder was. Aber so fehlt der ganze Magus-Bezug. Naja, bis auf Ronald und mal ab und zu die goldene Möwe, ne, das M zeigen. Aber sonst... Was soll ich denn hin, genau? Ist jetzt wirklich kein Spiel im 80er-Bereich, aber... 70er könnte drin sein. Da würde dafür noch entscheiden, wie ist der Umfang, wie verhält es sich mit späteren Leveln. Aber für damalige Verhältnisse ist es wohl ein Spiel, das fast in Ordnung ist. Das sieht sogar ganz hübsch aus hier an der Stelle. Hat man gerade nochmal ein bisschen die Grafik aufgepimpt. Ja. Okay. Das ist ganz cool. Man will ja nicht zu vorschnell urteilen. Was hätte ich denn da machen können? Also ich kann nicht auf den Zylinder an sich drauf, aber... Achso, ich muss von da oben starten. Auf diese Plattformen, die da zu erkennen sind. Also geschickte Hüpf- und Springpassagen sollte man drauf haben. Wobei damals ja einfach auch... geht das? Der Anspruch höher war an den Spieler. Also generell waren die Games damals viel... schwieriger. Daran gemessen ist das hier schon ganz relativ einfach schon wieder. Vor allen Dingen, weil es halt lahm ist. Zu Zeiten, wo Sonic begeisterte, weil er eben schnell war, kommt Ronald um die Ecke und macht's ganz langsam. Ein silberner Ring. 100 Gold. Goldener Ring, 150 Gold. Das, was ich da habe, habe ich 3400. Ihr seht es ja unten rechts. Gold oder was? Ein Juwel, 300. Zwei Juwele, 500. Ja, Massenrabatt hier. Run-up, 5000. Kann ich mir nicht leisten. Lebensitem. Achso, quasi so ein. Boah, die Mucke geht gar nicht in dem Spiel. Ja, ein Energiedings. So, Ballon. Wozu? Ein Continue vielleicht? 10.000 Golds. Oh ne, das ist ein Continue, aber was sind dann die Ballons? Und Magic Power-Up. Power-Up? Ich kann es nicht mehr tragen. Kann ich mir doch leisten. Scheinbar habe ich es nicht gekauft. Och, keine Ahnung. Da habe ich den Secret Shop gefunden hier im Magus Wunderland. Und bin so blöd, mir was zu kaufen. Sieht wohl genauso. Oh! How about no? Schade. Ha! Ich zeige euch immer mal wieder gerne so alte Sega-Sachen. Wobei das hier hatte ich nicht. Was ich früher hatte, war die Ottifanten. Bin auch ein bisschen enttäuscht. So, ich will als nächstes ein offizielles Burger King-Spiel. Dann KFC. Subway natürlich. Ja, ach so, ich hätte gar nicht hier hoch gesollt. Ja, toll, und jetzt wusste ich es nicht mehr. Och, leck mich doch. Naja, das Level-Design ist gar nicht mal so schuld, wie ich jetzt tue. Okay, drei silberne Ringe geben einen orangenen Kristall. Mit dem ich mich irgendwie treffen lassen kann, verstehe ich schon. Trappen! Go! Go! Jawohl.
muss mich fast schon entschuldigen, dass ich euch sowas zeige. Aber eigentlich ist es ganz witzig. Ihr habt auch nicht damit... Also die wenigsten von euch kannten das Ding. Gebt's doch einfach zu. Da stand Goal. Ist das jetzt ein neues Level oder? Komm da nicht mehr raus. Ach so. Ich hätte ja hochgekonnt. Sah halt nicht so aus. Aber es ist halt auch episch, dass diese... Naja, diese Grundprinzipien von Jump'n'Runs, wisst ihr? Ich kann ja nicht verletzen. Warum? Wie, keine Ahnung, da muss Gras auf der Erde sein, oder was? Ach, ich muss auf den springen! Das ist kein Gegner, den soll ich benutzen! Steil. Ja gut, er schaut freundlich, da hätte man drauf kommen können. Ich will das Spiel jetzt auch gar nicht schlecht reden, weil so schlecht ist es halt doch nicht. Für damals. Die Leute, die nicht diese Zeit mitgemacht haben, die kennen vielleicht nur noch Over the Top. Was kennen die für Sega Mega Drive Spiele? Im Ernst? Sagen wir mal an Jump'n'Runs. Was ich Let's Played habe, neben Sonic, ist hier Sachen wie König der Löwen, Aladdin, Schlümpfe. Aber es gab natürlich auch absoluten Bullshit. Und das hier ist noch nicht mal absoluter Bullshit, das ist nur Durchschnitt. Deswegen, man muss es schon richtig einordnen können. Also, ein bisschen Banane ist, ist halt einfach der fehlende Zusammenhang mit Mekkes. Der jetzt natürlich jeden anderen Videospielhelden hier hinstellen können. Ach, da ist noch ein Shop. Jetzt check ich das erst. Okay. 200 Gold für ein Spiel. Ja, ich will spielen. Die sinken aber langsam. Ich will doch das Power-Up. Ist nicht irgendwie... Dann mach ich mal so. Ist das wichtig? Alter Schwede. Das geht aber nicht runter. Das bleibt... Oh doch, es geht runter. Interessant. Hätte ich gerne, dass der sich auflöst. Lösen sich vier auf? Nee? Ja, erfolgreich eingebaut, ne? Mein Power-Up. Ich dachte, vier lösen sich auf. Aber jetzt. Aber die dürfen, die müssen vertikal oder horizontal sein. Ist ja geil. Ach, drei hätten auch schon... Aha. So, das hat aber auch nichts zu bedeuten, wirklich. Wie mir scheint. Wie lange soll ich hier spielen, so gefragt? Ich kann meinen Power-Ups nicht bekommen, aber ich glaube, das bekommt man auch nicht. Das sind einfach nur die Symbole. Mann, bist du schlecht! Ja, ich wusste am Anfang nicht, wie ich genau das anstellen soll. Komm, ich stapel die Todesköpfe. Darf keine zwei zusammen, aber da links sind doch schon zwei. Nein, lass das. Lass das. Dann lass mich lieber Jump'n'Run-Action erleben. Action. Action. Ja. Du böser Fisch. Böser, böser, böser Fisch. Ey, Mann. Ich verliere einfach direkt nochmal so ein Leben. Ja, lass los und... Wahnsinn. Also nochmal, mir fehlt halt so ein bisschen der Mekkes-Bezug. Da hätte man mehr bringen können, anstatt random Items. Irgendwas, und wenn es McDonalds-Zeichen sind, wenn er nicht unbedingt. Aber Mekkes steht halt für Burger. In erster Linie. Und dann Pommes und dann Cola. Das ist Mekkes. Wer hätten die Gegner sein sollen? Hatte Burger King irgendwelche Maskottchen zu der Zeit? Spaß. Aber an für sich, man benutzt einfach nur den Charakter und, ja. Mäßige Jump'n'Run-Action und, ja. Komm ich da jetzt weiter? Das ist eine riesen Fontäne. Kann ich hier rüber wahrscheinlich? Ja. Aber ganz nett. Ganz okay. Boss-Time! Wir müssen ja diese vier Typen besiegen. Kommt jetzt schon der erste? Das weiß ich nicht. Was mache ich mit denen? Ich kann vor allen Dingen nichts drücken, außer links und rechts, wie mir scheint. Muss ich auf den hier Deckel?
jeden Fall darf ich mich nicht selbst treffen lassen. Es geht immer schneller. Holy moly! Schöpf doch nicht die Leistung deines Sieger aus! Ist wie bei Aladdin in der Lava-Höhle, wo es immer schneller wurde. Okay, man musste nur ausweichen, keine Ahnung. Na gut, dazwischen so Minigames, die das Spielgeschehen ein bisschen auflockern. Und jetzt Fighting. Weil die Musik gleich blieb, habe ich mir gedacht, das ist nicht der nächste Level. Du bist ins Maul eines Monsters gegangen, Ronald. Was scheinbar der nächste Level darstellt. Ah! Gut, ich kann mich ducken, bisher nicht probiert, ne? Hey, du Dragon. Lass das mal. Ja, und die Gegner werden jetzt auch schon wieder irgendwie anspruchsvoller. Brauchen viele Versuche. Die Blubberblasen im Vordergrund. Safety Zone. Danke fürs Schreiben. Was passiert, wenn ich in dem Zeitpunkt beim Wasser bin, werde ich weggespült, ja? Gut, wenn ihr das sagt. Ja! Das war knapp. Ich wollte nur den Scheiß holen. Und weiter im Text. Ach so, warte mal, da ist zwar... Okay, ich wusste nicht, ob man da auch safe ist. Dammit! Aber hier bin ich's nicht. Obwohl, safe ist safe, ne? Hä? Er stand jetzt auf Null. Warum? Safe vor dem Shit? Anscheinend. Aber das bin ich doch öfter. Ah, vielleicht ist hier wieder was ganz anderes drin. Mal gucken. Nee, ich will das jetzt kaufen. Don't know. Was das Skill sein soll, aber... Das andere habe ich geshoppt. Ach, da kannst du auch drüber laufen. Ich dachte halt, das geht nicht. Tja, besonders viel scheint es McDonald's ja nicht gebracht zu haben, dieses Spiel. Sonst hätten sie vielleicht öfter sowas gebracht und es gäbe jetzt in aller Regelmäßigkeit Mc's Games. Aber wie gesagt, ich weiß nur noch nicht mal hundertprozentig, ob das das letzte McDonald's-Spiel war. Ist aber nichts anderes bekannt. Halt irgendwie lustig. Ach, hier ist das Goal. Warum bin ich da nach links gegangen? Gut, Bosskämpfe haben wir bislang nicht gesehen. Garantiert auch hin mit genug Skill. Jawohl! Das erinnert mich ein bisschen an das Sega-Spiel Quackshot mit Donald Duck. Wo der auch nur so langsam gehen konnte und geschossen hat. Nicht Donald Duck und Maui Mallard, das feiere ich ja hart, das ist auch ein viel neueres Spiel. Welcome. Don't touch. Erstmal touchen, oder? Wie geht das? Unten, oder was? Was ist das Herz mit Don't touch jetzt gewesen? Warum steht da immer Goal, wenn es trotzdem einfach weitergeht? Nicht mal die Musik verändert sich. Okay, flüchte. Es gibt gelegentlich Überraschungen. Also es ist schon ein gutes Wunderland, das der Ronald da erforscht. Wie der Goal einfach. Böse Mucke. Jetzt haben wir hier einen Boss. Okay, eine Tomate. Das ist ja cool. Die erste Zutat, ne? Vielleicht jetzt nicht die erste, aber eine Zutat, ne? Ich kann ihn so nicht verletzen. Schon gemerkt. Aber wie sonst? Und er spuckt Big Mac Soße. Oder 1955 Soße. Hatten Mac es auch mal eine Zeit lang im Menü dabei, einfach gratis diese Soßen.
Wollte die immer mal benutzen, aber irgendwie abgelaufen. Inzwischen liegen rum, ungeöffnet, abgelaufen. Wie soll ich den denn verletzen? Soll ich die Tomaten auf ihn schleudern? Die gehen aber doch kaputt, wenn er... Vielleicht... Auch nicht. Ich bin mir jetzt gar nicht im Plan, wie ich den besiegen kann. Ich habe jede Menge Schild, aber... Das wäre doch eigentlich ein ganz okayer Bosskampf gewesen, wenn einfach so... Vielleicht zählt das ja. Probieren wir es. Es hört sich zwar nicht so ein, aber das kann ja sein. Er saugt was ein. Hat er jetzt meinen Kristall eingesaugt? Ach. Er muss irgendwas fressen, was ihm nicht schmeckt gerade. Und dann kann man ihn verletzen. Stellt sich mir aber die Frage. Können wir ihm was essen lassen, was ihm nicht schmeckt? Die anderen Tomaten... Tomate besiegt und da kam was raus. Das muss er in seinen komischen Strahl bekommen. Boah, wie soll man das denn abtimen vernünftig? Das darf er nicht essen und dann... Nach dem Motto, ess nur McDonald's, alles andere macht dich krank. Ess keine Edelsteine, du wirst es bereuen. Vor allem fällt mir auf, dass er halt auch immer in die Richtung... Ne? In die Richtung ist. Das heißt, hier unten, das macht halt relativ wenig Sinn. Aber ich kann die kaum anders treffen. Eingeschränkte Bewegungsfreiheit. Das ist schon ein Wermutstropfen, dieser Boss. Ich habe zwar schon gesehen, wie man den verletzen kann, aber... Das kriegt nicht koordiniert. Vielleicht gibt es ja noch einen Trick. Kann ich auf den drauf so? Wäre auch zu einfach. Nee, ist Bullshit. Wie soll ich das denn abtimen? Und sammle ich selber ein. Ja, okay. No Schimmer! Pass auf. Ach, jetzt habe ich... Ein Versuch will ich noch starten, aber... Das hat er noch nicht mal eingesammelt. Gut, wir lassen es sein an der Stelle. An dem Bosskampf krankt es. Was das Rest des Spiels angeht, kann eine Wundertüte sein. Schwer abzuschätzen, wenn man es nicht ganz durchspielt, wie gut oder schlecht das Game wirklich ist. Vielleicht stehe ich auch gerade auf dem Schlauch, da könnt ihr mir eure Lösungsvorschläge in die Kommis posten. Danke fürs Anschauen. Das hattet ihr nicht auf dem Schirm, was gibt's zu. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, bis zum nächsten Mal. Und das ohne einer, ja... lebenden Produktplatzierung. Also bis dann und ciao!